Integration wäre für mich, wenn man eigentlich, ja, wenn man selbst das, was man hat, mitbringen kann und entwickeln kann und was man vorfindet, auch mit in sein Leben einbeziehen kann, das, was einem gut tut, was zu einem passt. Und gegenseitig natürlich. Und das ist ja dieses für mich halt manchmal schwierig, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich bin von hier, ja. Und ich hatte eigentlich das Glück, noch etwas anderes mitzukriegen, noch eine Kultur mitzukriegen, die auch tolle Aspekte hat, ja, die auch wertvolle Dinge in meinem Leben hat aufblühen lassen. Und eigentlich dieses zu integrieren, dieses, das, was ich kriege in mir, das macht mich ja zu einer Person. Das bin ja ich. Und das wünschte ich mir, dass das, diese Bedeutung Integration einfach auch heißen würde für alle, also alle Parteien, dass sich Dinge zusammenfügen können. Sie haben den deutschen Pass noch nicht. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, wie sehr Sie sich selbst als Deutsche fühlen. Gar nicht. Gar nicht, interessanterweise gar nicht. Also das ist, also es ist, nee, gar nicht. Also es war irgendwann auch im Laufe meines Studiums, wo ich, man wird ja dann immer gefragt, was bist du denn? Und ich irgendwann halt mich entschieden habe, weiß ich nicht mehr, was da genau der Punkt war, aber ich bin halt Kroatin jetzt. So. Und damit gehe ich so durch die Welt, damit kommen die anderen auch besser zurecht. Wenn ich Kroatin bin, weil es ja klar, ne, dunkle Haare, der Name, kommt das Außen mit besser zurecht und ich muss mich dann auch nicht mehr vielleicht rechtfertigen, wenn ich sage, ich fühle mich als Deutsch oder ich bin Deutsche, mich dann erklären zu müssen. Vielleicht ist das der Grund. Aber eigentlich, das ist dieses, was mich so beschäftigt. Eigentlich finde ich es schade, eigentlich finde ich es auch irgendwo traurig, dass ich nicht sage, ich könnte ja auch sagen, ich bin Deutsch-Kroatin. Aber das verwirrt eher die Leute. Also ich habe das Gefühl, das ist, was Sie gerade erzählt haben, ist eigentlich, dass es fast einfacher ist zu sagen, ich bin Kroatin, obwohl man sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat, als zu sagen, ich bin Deutsche mit kroatischen Wurzeln. Ja, weil dann fängt die Fragerei an. Wie? Was? Und seit wann bist du denn hier? Oder hast du hier die Schule gemacht? Du kannst aber gut Deutsch sprechen. Das hatte ich auch mal gehabt auf einer Lesung, wo ich vorher ein bisschen meine Vita kurz dargestellt habe und dann eine Frau sagte, oh, dafür können Sie aber gut Deutsch. Ich habe doch gerade erzählt, ich bin hier geboren, war hier im Kindergarten, war hier in der Schule. Warum sollte ich nicht gut Deutsch sprechen können? Also es ist ja jetzt nicht genetisch bedingt, dass man Deutsch sprechen kann, ja. Aber das sind so, ja, vielleicht ist es dieses. Wenn ich sage, ich bin Kroatin, dann ist es einfacher.